Hallo Leute und willkommen zu einem, ja, kleinen Informationsvideo mit ein paar guten Dingen und ein paar nicht so guten Dingen. Ja, ich fange mal einfach direkt an. Zuallererst natürlich mal wieder ein riesen Dankeschön an euch für die super Unterstützung, die ihr so in der letzten Zeit wieder mal bringt. Das ist echt ein Knaller. Ich bin auch wirklich froh, wie gut Nintendoland vor allen Dingen ankommt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, Nintendoland, das wäre so eine Sache, die würde eventuell so ein bisschen untergehen. Aber ist ganz das Gegenteil. Also von daher ganz klasse. Vor allen Dingen die Parts mit Flatty kamen wirklich gut an. Also, na gut, ist vielleicht auch kein Wunder, weil das Spiel im Multiplayer einfach so abgeht. Das ist ja echt brutal schon fast, ja. Nintendoland momentan irgendwie so ein bisschen mein Lieblingsspiel. Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht so großartig gehen. Das war jetzt erst nur mal so das Danke an euch, weil echt, ihr seid super und die Besten. Und jetzt kommen wir mal eben kurz zu einer etwas schlechteren Nachricht. Und zwar betrifft es das Pokémon Let's Play. Einige haben schon gemerkt, es kam jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht. So, woran liegt das? Ich habe tatsächlich momentan, also ich muss sagen, so, da habe ich so... Ich habe so überhaupt gar keine Lust auf das Spiel. Ja, es ist... Ich muss es so knallhart sagen. Das klingt natürlich jetzt wieder blöd, weil, das war tatsächlich mal so mein Lieblingsprojekt. Nur, das schlug in letzter Zeit echt extremst um. Ich denke, das merkt man auch in den Parts so ein bisschen, dass die nicht ganz so, sind wie am Anfang, wo ich noch richtig Bock hatte. Und ich bin jetzt momentan an dem Punkt, wo ich Pokémon trainieren muss, ja. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch schon zweimal so ein bisschen gemacht. Einmal 10 Minuten lang, dann konnte ich es nicht mehr. Es ging nicht mehr, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich hatte wirklich keinen Bock drauf. Und dann habe ich es letztens nochmal versucht und da habe ich, glaube ich, schon nach einer Minute aufgehört, weil ich habe keinen Nerv drauf. Also Leute, mir fehlen da echt die Nerven momentan für. Und selbst wenn die Pokémon trainiert wären, hätte ich auch irgendwie keine wirkliche Lust, das Let's Play aktuell fortzusetzen. Das tut mir echt schrecklich leid. Also es ist nicht abgebrochen, aber ich lege es erstmal so ein bisschen auf Eis. Ich sage euch das jetzt auch eigentlich nur, weil ich nicht möchte, wenn jetzt andere Projekte kommen und dass es dann heißt, ja, aber Pokémon hättest du doch weitermachen müssen. Das ist dann auch irgendwo vollkommen richtig. Nur, was soll ich tun, Leute? Also wenn ich echt keinen Bock drauf habe momentan, dann hat es auch keinen Sinn, da werden die Parts scheiße und so. Ich habe momentan also wirklich extreme Lust auf Let's Play. Das muss ich mal ganz klar sagen. Aber ja, ich plane auch eine Menge kleinere Projekte, auf die ich mich riesig freue, aber sie momentan noch nicht starten konnte, weil ich immer im Hinterkopf hatte, ja, du musst aber eigentlich Pokémon spielen und das ist wirklich schon so eine Pflicht geworden. So, du musst Pokémon spielen und dann habe ich, wenn man keinen Bock hat, dann bringt es das einfach nicht. Das bringt's nicht und deswegen ist es erstmal auf Eis gelegt. Das kann sein, dass sich das in 2 Wochen schon wieder gelegt hat und ich mir denke, wow, Pokémon! Aber momentan, nein. Geht echt nicht. Ich hoffe, ihr seid deswegen jetzt nicht sauer oder enttäuscht. Es ist nicht wirklich vorbei, aber erst einmal, ihr braucht doch nicht danach fragen. Es hat keinen Sinn. Es kommt einfach, wenn es wieder kommt. Ja. Eine andere Sache ist, worauf ich schon mal hinweisen wollte. Es wird dieses Wochenende ein neues Let's Play starten. Ja, es ist wieder voll scheiße, weil ich gerade gesagt habe, Pokémon... Ne, aber das hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich keine Zeit oder so habe, sondern einfach nur, weil ich keine Lust auf das Spiel habe. Zeit ist eigentlich im ausreichenden Maße momentan vorhanden und auch Bock auf LP natürlich. Und deswegen startet am Wochenende Paper Mario Sticker Star. Ich weiß noch nicht genau, wann es startet. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich gerade versuchen, das Spiel zu bekommen. Kann gut sein, dass ich das am Mittwoch schon kriege und dass dann wahrscheinlich Donnerstag auch schon der erste Part kommt. Es kann auch sein, dass ich wieder mal dann am Wochenende etwas mehr Parts von Paper Mario Sticker Star hochladen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Das Problem ist einfach, und das ist jetzt auch der Grund, warum bei New Super Mario Bros. Wii U ebenfalls so viele Parts am Wochenende kamen. Die Sache ist zum einen die, ich habe natürlich extreme Lust, das Spiel zu spielen und will das Let's Play relativ aktuell halten. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, man muss dann noch eine ganze Menge hochladen und so und hat das alles noch in der Hinterhand und dann bist du nicht aktuell und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist Punkt 1 und man will es natürlich spielen, weil man hat es neu und das ist ja auch, das soll ja auch trotzdem blind bleiben. Ja. Eine andere Sache ist die... Es wird immer schwieriger, sich halbwegs gegen die größeren Leute durchzusetzen.
Ich meine, ihr habt es vielleicht gemerkt, alle anderen Let's Player, so die das am Wochenende gestartet haben, die haben ebenfalls ihre Parts rausgespammt. Ja. Das ist ein Problem. Wenn du dann selber nur ein Part oder so bringen würdest am Tag, dann wärst du sehr, 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 sehr schnell im Hintertreffen und die wenigsten würden dann nur noch bei dir gucken. Es ist heutzutage einfach extremst schwierig, überhaupt neue Zuschauer für sich zu gewinnen. Und ja, das ist jetzt halt so ein kleines Mittel. Ja, das klingt auch jetzt wieder total so, boah, du bist ja voll Abo-geil und so, aber ihr müsst es mal so sehen. Natürlich will man wachsen. Man will wachsen, man will größer werden mit dem Kanal, man will... Irgendwie hat man natürlich auch so eine gewisse Hoffnung, mal irgendwann ein bisschen was zu erreichen damit. Und das ist extrem schwierig. Und ja, wenn man da nicht mitzieht, also wenn man nicht dasselbe, im Grunde dasselbe macht wie die anderen, dann hat man es wirklich schwierig. Und deswegen habe ich es jetzt auch mal gemacht. Aber ich hatte sowieso vor, mehr Parts zu bringen, bevor ich wusste, dass andere Leute das auch getan haben. So ist es nicht. Nur, ja. Es gab auch ein paar Beschwerden darüber, dass so viele Parts kamen. Andere haben sich gefreut. Ich denke mal, die Mehrheit freut sich auch darüber. Und ich denke mal, deshalb ist das Ganze auch nicht so schlimm. Ich finde es halt, ich würde es halt nur übertrieben finden, wenn ich jetzt 10 Parts an einem Tag von dem Spiel da raushauen würde. Das wäre definitiv zu viel. Aber ich denke mal, mehr als 2 an einem Tag am Wochenende halt wird es auch nicht werden, weil irgendwo ist dann bei mir auch die Grenze erreicht, dass ich das überhaupt so alles unter einen Hut bekomme mit der Arbeit und dem Let's Playen und so weiter und so fort. Ist auch immer so ein bisschen gar nicht so schwierig. Andere Leute haben es dann ein bisschen leichter, die machen das Let's Playen hauptberuflich. Dann ist natürlich, ja, da hast du auch Zeit, dann kannst du in Ruhe machen und alles ist super. Gut, das ist bei mir nicht so, deswegen muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, ja. Und, ich hoffe, es hat die wenigsten jetzt tatsächlich gestört. Ich hoffe, es wird euch auch nicht abschrecken, dass ich bei Paper Mario ein bisschen mehr hochladen möchte. Und ja, was haben wir denn noch auf der Liste? Ich habe mir eine Liste geschrieben tatsächlich auf dem Handy. Ich muss jetzt einmal kurz hier mal wieder gucken. Okay, jetzt, alles klar. 2 Sachen habe ich noch auf der Liste. Dann habe ich was bezüglich Mario Kart Wii. Da habe ich ein Problem mit. Und zwar möchte ich es auf der Wii U spielen. Allerdings habe ich die Wii U mit einem Komponentenkabel verbunden. Das bedeutet, dass wenn ich im Wii-Menü bin und ein Wii-Spiel starten will, eine Meldung kommt, du bist im 50-Hertz-Modus und stell doch mal bitte in den Wii-Einstellungen auf 60 Hertz oder mehr. Tja, Problem an der Sache. Wii-Menü, bin ich drin, gehe dann unten links auf Wii, so wie man es von der Wii halt kennt und dann wäre da ja eigentlich dieser Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, ist das so? Ja. Und der ist nicht mehr da. Tja. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Ich weiß, dass wenn ich das Ganze über HDMI verbinde, die Wii auf 720p laufen würde. Zumindest hat man es mir bei Facebook in so einer Nintendo-Gruppe erzählt, dass es so wäre. Und ich vertraue denen jetzt einfach mal. Ich habe jetzt HDMI nicht getestet, weil ich keinen Bock hatte. Und ja, jetzt sieht es momentan so aus, dass ich, wenn ich Mario Kart Wii aufnehmen möchte, dann muss ich meine Wii anschließen. Jetzt könnte man sagen, ist gar nicht so schlimm, aber das bedeutet, ich muss das Komponentenkabel und den LAN-Adapter von der Wii U abziehen und an die Wii stecken. Jetzt heißt es wieder, Wollo, stell dich nicht so an, aber ich bin echt ein Typ. Ich werde sauer, wenn ich was umstecken muss. Da raste ich aus. Das ist die Hölle für mich. Umstecken? Oh mein Gott, bitte nicht. Ich raste aus. Vorhin habe ich Mario Kart Wii aufgenommen und tatsächlich, wo ich dann die Kabel wieder zurückgesteckt habe, Ich war so am Ragen, ey. Ich hab gesagt, was machst du nie wieder? Jetzt muss Mario Kart Wii halt drunter leiden. Ist mir scheißegal. Kommt's fast nie. Natürlich werde ich das nicht durchziehen, aber das ist wirklich eine Sache, die mich stört. Und wenn man das ändern könnte, wäre das phänomenal gut. Ja. So, die letzte Sache auf meinem Plan ist, ich habe ja vor, am 23. Dezember zu streamen. So, jetzt um das mal wieder zu erwähnt zu haben, dann wissen es auch alle Leute schon wieder so ein bisschen. Denn das ist ja auch so eine Sache. Will das überhaupt jemand sehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mir dann noch nicht hundertprozentig sicher, welche Spiele ich spielen werde. Ich denke, ich werde zusammen mit Fleddy streamen. Ich weiß es noch nicht genau, ob er dabei ist. Wenn das so wäre, würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Nintendo Land Action da machen. Das kann durchaus sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wir beide das Spiel halt momentan so ein bisschen suchten. Und da bietet sich das an. Aber ansonsten hätte ich gerne Vorschläge, welches Spiel im Stream gespielt werden sollte, könnte. Und da möchte ich mal eine Sache so ein bisschen in den Raum werfen, die mich
die mich selber so ein bisschen anmachen würde. Und einfach mal, um zu hören, wie ihr darüber denkt, über dieses Spiel, ob ihr da Bock drauf hättet, dass ich das im Stream spiele. Denn das gucke ich momentan als Let's Play. Und ich habe selber noch nie so richtig gezockt. Also eigentlich habe ich noch nie Hand angelegt an dieses Game. Nur jetzt halt gesehen. Und zwar ist das Luigi's Mansion für den GameCube. Und ich habe mir das jetzt auch gekauft. Ja, ich habe es mir gekauft. Und überlege wirklich, ob ich das vielleicht im Stream spielen sollte. Mal eben holzen wir Luigi's Mansion durch. Ja, Stream wird dieses Mal dann auch definitiv hochgeladen im Anschluss. Beim letzten Mal gab es ja technische Probleme, deswegen ging das nicht. Und die wurden aber soweit gelöst. Da danke an LP Daki, der mir ein Programm gezeigt hat, mit dem ich Ton haben kann während eines Streams. Das ist schon mal schön, weil so ein Spiel ohne Ton da zu spielen, das ist irgendwie, ist nicht schön, ist uncool. Und auch der Out-of-Range-Bug sollte damit nicht mehr ganz so extrem sein, dass ich den Rechner neu starten muss und so. Also ein Kack. Das war beim letzten Mal wirklich eine Katastrophe. Also da könnte von ausgehen, dass diesmal auf ein Minimum begrenzt ist. Ja, Spielvorschläge. Was haltet ihr von Luigi's Mansion? Ja, könnte ich noch irgendwie was sagen? Ich überlege gerade mal schnell. Ich meine, wir sind jetzt gerade in einem Infovideo, ne? Da könnte man doch durchaus das eine oder andere noch raushauen. Irgendwelche Fragen, die in letzter Zeit gehäuft gekommen sind? Eigentlich nicht. Und eigentlich habe ich auch so großartig nichts mehr zu erzählen, Leute. Ihr seid toll und ich bin froh, euch zu haben. Ja, so kann man es wohl sagen. Ohne, dass es anstößig klingt. Okay, Leute, wir sehen uns dann hoffentlich. Bis dann und ciao.